der Bahnhof von Chavornay. Ich befinde mich da in der großen Ortebene. Da oben das erste Seitental hier, das geht zum Kloster Romamottier. Dann das zweite Seitental, das da hier, das geht Richtung Valorbe. Und da vorne, diese größere Ortschaft, das ist Orb. Und da hinten der Jura. Von dieser Straße komme ich jetzt gerade. Guten Morgen! Soeben bin ich in Chavornay gestartet. Das liegt zwischen Lausanne und Yverdon am Neuenburgersee. Ich befinde mich hier in der Ortebene und ich habe heute eine längere Strecke vor, ungefähr 23 Kilometer. Es ist eine sehr historische Strecke. Zuerst komme ich einen sehr bekannten Kanal, oder sollte mal bekannt werden. Dann werde ich das kleine Städtchen Orb besuchen. Dort in der Nähe gibt es ein ganz berühmtes Mosaik, das noch von den Römern stammt. Es soll übrigens das größte Mosaik sein nördlich der Alpen, das gefunden wurde. Dann gehe ich weiter Richtung Yverdon. Lasst euch einfach überraschen. Wünsche und Unterhaltung.
da habe ich den Talent erreicht. Das ist dieser Bach, dem ich letztes Mal gefolgt bin. Hier sind wir jetzt vor einem sehr wichtigen Bauwerk. Das sollte eine ganz wichtige Schifffahrtsstraße werden. Und zwar wurde dieser Kanal gebaut nach dem 30-jährigen Krieg. Es war gedacht, hier eine Verbindung herzustellen vom Rhein über die Aare durch diesen Kanal weiter in die Rhone. Das Projekt wurde dann aber schon bald aufgegeben, weil ein bisschen weiter von hier Richtung Genfersee hätten ungefähr 40 Schleusen gebaut werden müssen, um die Höhe zu überwinden. Das hätte dann aber zu viel gekostet und so wurde dann das Projekt fallen gelassen. Ich befinde mich noch immer an diesem Kanal. Übrigens war der in Betrieb. Man hat dann einfach weiter unten die Ware wieder auf Wagen verladen oder umgeladen. Und jetzt habe ich die Hauptstraße erreicht. Ein bisschen lärmig. Da drüben ist übrigens auch noch die Bahnlinie nach Orb. Und jetzt muss ich halt dieser lärmenden Straße entlang. Aber zum Glück nicht so weit. Da nochmal einen letzten Blick auf die Talent. Ich werde jetzt diesen Bach verlassen. Dann ein bisschen weiter unten fließt er ja dann in die Orb rein. Hier vorne fängt jetzt das Industriequartier an von Orb. Quartier. Übrigens eine Weltfirma, die ihren Sitz auch in der Schweiz hat, in Vevey, die Firma Nestle. Hier vorne sieht man die Autobahnbrücke von der Autobahnverbindung von Vallorbe her. Und dort, wo der Rauch aussteigt, dort ist ein Gefängnis. Zum Glück konnte ich die Ebene verlassen und bin hier jetzt in der Mitte vom Industriequartier von Orb. Da vorne die große Fabrik von Nestle. Hier habe ich jetzt die Orb erreicht. Vorne fließt sie weiter Richtung Neuenburger See. Ich habe das mittelalterliche Städtchen Orb erreicht. Da beginne ich jetzt mit dem Aufstieg zum Städtchen hoch. Da ein Bauer reingezwängt. Ich hoffe, dass es oben dann noch ein bisschen besser wird. Man ist hier in verschlungenen Gassen. Das ist noch interessant. Leider keine Aussicht. Aber jetzt, das ändert sich dann vielleicht noch. So, jetzt gehe ich da unter diesem Tunnel durch. Das ist wohl noch romantisch. Einen Ausblick von Orb, das Industriegelände. Dort drüben, in diesem Dorf da hier. Da
bin ich gestartet, diese Ebene. Schön da oben. Und da oberhalb von mir ist die Kirche. Jetzt gehe ich da diese Treppe hoch. Ein interessanter Durchgang. Oh, schön hier. Uralte Häuser. Gespannt, was da zum Vorschein kommt. Da noch eine Beschreibung von der Kirche und dann vom Schloss. Hier war früher ein Schloss. So, so sind wir angekommen. Richtung Städtchen. Und jetzt geht's Richtung die Stelle, wo früher das Schloss stand. Das ist ja schon ziemlich lange zerstört. Jetzt gehe ich mal in den Turm hoch. Ganz gespannt, wie es so aussieht. Interessante Lichtinstallation. Ist da diese Treppe hoch. So. Gut aus diesem Licht. He? Spannend. Und man das sieht. Das ist übrigens der alte Turm noch von dem Schloss. Noch mit Musik. Geht noch weit hoch. Und da kommt man fast außer Atem. Oh, sieh da diesen Durchgang.
ganz schmal. So, jetzt bin ich schon oben. Mal Treppe hoch. Da ist der Ausgang. Das Städtchen, Ort hier, ist schön, ne? Die Kirche, die vorher drin waren. Da hier sieht man die Ebene runter. Und da hier drüben noch zum anderen Turm. Und in diese Richtung werde ich jetzt dann gehen. Habe ich noch die Alpen ein bisschen näher angeholt. Im Hintergrund sieht man noch die Alpen. Und da rechts von der Kirche sieht man ein Rauffahren aufsteigen. Das ist von der Zementfabrik. Und weiter hinten, wo der Nebel ist und die hohen Wolken, dort muss der Genfersee sein. So, noch einen letzten Blick vom Schlossplateau runter ins Tal und da zum Jura. Schön. Da befinde ich mich schon auf der Autobahn Richtung Valor und dann weiter Richtung Frankreich. Und da hier geht's Richtung Orbebene runter. Und ganz hinten noch die Berge, die Alpen. Und auf dieser Seite hier vorne. Da bin ich jetzt gerade hergekommen, da wäre Orb. Hier stehe ich jetzt vor diesem Museum mit dem riesigen Römermosaik, das größte nördlich der Alpen sein soll. Es wurde gefunden auf einem riesigen Römergutshof, der auch hier stand. Leider ist das Museum geschlossen. Ich kenne aber zwei,
die das besucht haben, die Wanderbrüder aus Berlin. Einen herzlichen Gruß hier aus Orb, aus der Schweiz, nach Berlin an die Wanderbrüder. Die haben sicher nichts dagegen, wenn ich ihr Video verlinke, dass ihr dieses wunderschöne Mosaik aussehen könnt. Dieser Film ist wirklich sehenswert. Da oben wäre das Mosaik, das Römermosaik. Und ich gehe jetzt da weiter Richtung Iverdon. Wieder mal so auf einer geraden Piste. Aber jetzt macht nichts. Da noch ein Blick in die Ebene, die Autobahn da unten. Da gerade aus der Strafanstalt. Die Strafanstalt da hat übrigens auch die größte oder der größte Landwirtschaftsbetrieb hier im Kanton Waadt. Mal einen Rundumblick. Diesen Berg da vorne, hier werde ich dann auch noch gehen. Kann man noch mit einem Bahnhof fahren. Und hier oberhalb dieser Stelle da geht die Bahn hoch nach Saint-Croix. Die werde ich dann nehmen, um auf diesen Berg hier zu gelangen. Da ist wieder ziemlich flach. Und da vorne, über diesen Hügel da, hier, diesen, werde ich jetzt dann auch noch kommen heute. Ist wirklich eine grandiose Aussicht hat man hier. Da vorne die große Autobahnbrücke und die große Ortschaft da vorne, das ist Orb. Geradeaus sieht man schön in das Tal von Romamottier mit dem alten Kloster. Da hier vorne wieder Orb. Schon auf die andere Seite rüber, da sieht man, da wo ich herkomme. Da das Orbtal. Irgendwo da unten verliert übrigens die Orb den Namen. Und der Bach wird dann zur Ziel. Da hier ganz vorne sieht man schon Iverdon. Schöner Waldweg. Es ist überhaupt heute nicht schlimm zum Wandern. Zum Teil ein bisschen Eis, aber sehr wenig eigentlich. Was mich stört heute am meisten ist diese vielen Betonpisten. Den größten Teil bin ich jetzt auf solchen Straßen gegangen, aber das ist ein bisschen ein Problem hier im Kanton Waadt. Es gibt sehr viele solche Wege, auch Wanderwege leider. Das ist ein bisschen schade. Aber jetzt. Schön altes Sportzentrum. Ist schön da. In alten Häusern.
ganz schön gemacht. Das ist ein altes Haus. Da stehe ich jetzt vor der Kirche. Auch ganz eine spezielle. Hier drüben ist noch ein Schloss. Jetzt mal auf die andere Straßenseite. Und mache noch ein Bild von diesem Schloss hier. Das ist nichts Spezielles. Auch nicht so groß. Schön, wie die Sonne in diesen verschneiten Jurahang rein scheint. Schöne Umgebung. Da vorne dieses Schloss, das ist privat leider. Somit kann es nicht besichtigt werden. So, jetzt gehe ich dann da vorne diesen Hügel hoch. Übrigens mein letzter. Da ist das ganze Tal unten. Schön. Diesen Berg da vorne wollen die mich jetzt hochschicken. Schaut mal, dieser Baum da vorne. Voller Vögel. Ein richtiges, schönes Konzert. Da habe ich eine merkwürdige Kirche. Dann noch einmal einen Blick Richtung Jura. Da das Schloss. Diesen Hang entlang sieht man ganz gut, wo die Bahn hochfährt nach Saint-Croix. Das dort, diesem Graben hinten. Ich habe ja auch noch im Sinn, auf diesen Berg da vorne eine Wanderung zu machen. Und da kann ich von Saint-Croix hinten durch. Und dann dort auf dem Spitz und dann schön dieser Krete da geht ein Wanderweg nach unten ins Tal bis zu diesem Einschnitt hier. Bis dort werde ich auch noch gehen. Ich komme meinem Ziel jetzt immer näher. Da unten ist die Orb. Du wahrscheinlich weißt sie hier schon. Ziel, vermute ich. Schöne Umgebung da. Und jetzt auch ziemlich warm. Große Ebene. Und übrigens, Orb ist da hier. Dort, wo man ein bisschen Rauch aufsteigen sieht. Das habe ich jetzt alles gemacht zu Fuß. Jetzt habe ich mal endlich einen normalen Weg. Bin jetzt mit dem schon zufrieden, da die anderen wirklich fast nur Betonpisten sind. Und das macht nicht so großen Spaß. Aber das da hier, das finde ich jetzt gut. Schön. Jetzt bin ich wieder mal an einem Rebberg. Von hier an hat es immer mehr Rebstöcke, Rebberge. Weil ich komme immer näher zum Neuenburgersee. Und im Neuenburgersee entlang hat es bekanntlich ziemlich viele Reben. Oh, das schöne Wetter. Das ist jetzt wirklich noch schön.
einen alten Grenzstein. Und jetzt schaut mal diesen Ausblick. Da oben ist übrigens noch eine Krähe. Die sagt auch ab und zu etwas. Oh, so schön. Und jetzt noch einen letzten Ausblick in die Orbebene. Diese Richtung ist ein großer Waffenplatz. Und jetzt kommt dann das Highlight. Vorne das Dorf, auch mit einem Schloss. Und da unten sieht man hier da dahinter den Neuenburger See. Ich hole es noch ein bisschen näher ran. So. Schön. Ist das nicht schön da oben? Hier dort unten mit dem Neuenburger See. Da habe ich den höchsten Punkt von meiner Wanderung erreicht. Dieses Schloss da ist auch ein bisschen versteckt. Schade, es gehört zu einem Spital. Da unten wieder hier dort. Das ist noch eine ganz kleine Kapelle. Das ist auch eine schöne. He? Und ein Schulhaus. Ja, mit dem letzten Abstieg begonnen. Da durch diesen Wald jetzt noch. Dann noch einen kleinen Bogen. Und dann komme ich meinem Ziel schon wieder näher. Wie wir doch. Ich habe den Talgrund erreicht. Mal die riesige Anlage, riesengroß. Drüben wird die Autobahn Richtung Neuenburg. Und da nochmal den Jura. Da hier vorne habe ich jetzt an die tiefste Stelle meiner heutigen Wanderung. Das ist eine wahnsinnig lange Brücke da. Ich habe die Ziele erreicht. Das ist also dieser Fluss, wo auch die Orb drin ist. Ist da hier die Ziel geworden und fließt hier jetzt durch Iverdon. So wie es aussieht, ist da hier der Wasserstand ziemlich tief. Da vorne ist noch ein Stadttor. Das ist also auch eine befestigte Stadt. So, ich habe den Bahnhof erreicht, mein Ziel. Die Wegstrecke war nicht so schlecht, hatte leider sehr viel Betonpisten, aber mit der muss man rechnen. So, ich danke, dass ihr zugeschaut habt.